Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Informationsvideo von Einstein NLP. Das bin immer noch ich. Das ist immer noch mein Kumpel Albert. Und wir beide sind hier heute wieder zusammengekommen, um euch ein weiteres Mal auf den neuesten Stand zu bringen. Momentan gibt's ja sehr viele Veränderungen hier bei Einstein NLP. Die aktuell jetzt neu anzukündigende Neuigkeit ist sehr kurz, aber auch sehr wichtig, zumindest für mich, aber ich hoffe auch für euch. Denn morgen Abend, das wäre vom Datum her der 7. November 2013, um 19 Uhr gebe ich mein Debüt als, nennen wir es mal, semi-professioneller Shoutcaster, und zwar im Rahmen des EPS Wintercups 2013. EPS ist also die ESL Pro Series, das heißt, da werden also durchaus einige namhafte Teams mit am Start sein, unter anderem zum Beispiel auch in Faculty, die sind vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff. Das Ganze ist also ein Cup-System, morgen Abend ist der 5. und den darf ich dann zusammen mit Burnout DV, der wird dem einen oder anderen vielleicht auch als das Känguru bekannt sein, kommentieren. Und zwar im Auftrag von NPTV, auf deren Stream das Ganze dann halt eben auch zu sehen sein wird. Und ich, beziehungsweise wir, würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn ihr mit dabei wärt, um natürlich einerseits die Spiele mit uns zu genießen und um uns andererseits auch ein klein wenig die Daumen zu drücken, denn das ist für uns beide halt eben auch die erste wirkliche Shoutcasting-Erfahrung, die wir dann da sammeln werden. Und ja, wie gesagt, wir würden uns also sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich packe euch natürlich alle relevanten Links, das heißt also in dem Falle der Stream von NPTV auf Twitch TV, dazu die Leakpedia-Infoseite für den EPS Cup und auch die YouTube-Kanalseite von Burnout TV. Natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung, das heißt, da könnt ihr euch dann bis morgen Abend schon mal reichlich informieren. Und das soll es dann auch schon gewesen sein für heute. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann hoffentlich morgen Abend wieder. Würde uns das auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne, mein Name ist und bleibt Einstein in NLP. Das ist und bleibt mein Kumpel Albert. Und wir sind raus für heute. Macht's gut, Leute. Ciao und bis zum nächsten Mal. I'm